Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 19. April. Und ja, eine kleine Premiere. Ich bin am Flughafen, da habe ich auch, glaube ich, noch nie einen Podcast aufgenommen. Von daher gibt es ein paar Nebengeräusche, sorry dafür. Aber viel wichtiger, heute ist die 100. Folge vom Geek Talk Daily. Und von daher vielen lieben Dank fürs Dabeibleiben, fürs Anhören, fürs Kommentieren von mir, natürlich auch vom Jan und auch vom Martin. Aber steigen wir mal ein. Heute habe ich dabei Pages, Keynote, iMovie, GarageBand, Google Earth, Snapchat und wieder F8. So, Pages, Numbers, Keynote, iMovie und GarageBand, die sind nun gratis im App Store verfügbar für macOS und für iOS. Das war durchaus bislang auch schon der Fall. Wenn ihr euch halt ein neues Gerät gekauft hattet, dann habt ihr die Apps halt auch da umsonst zubekommen, beziehungsweise konntet sie runterladen. Und nun sind sie halt komplett frei, auch für alte Geräte vor, glaube ich, 2013 und natürlich auch für Gebrauchgeräte. Schöne Sache, wie ich finde, war eigentlich auch schon überfällig und gut, dass Apple das jetzt durchgezogen hat. Nächstes Thema, Google Earth. Google Earth hat für Chrome und für Android ein Redesign bekommen. Ja, es geht so, wie ich finde, ist jetzt nicht so modsmäßig, aber ein paar neue Features sind drin, Guides-Tours. Man kann sich halt ja ein paar Sachen von der Welt angucken, sich praktisch auch von so einer BBC zusammengestellt, eine Tour durch die National Treasures der Welt anzeigen lassen. Ist auf jeden Fall schön und interessant und zumindest tut sich was bei Google Earth. Es tut sich auch was bei meiner Lieblings-App, aber es ist ja gar nicht so. Aber ich bin ja großer Snapchatter und bei Snapchat tut sich auch wieder was, denn die haben jetzt die World Lenses eingeführt. Das sind halt Filter, die man ja auf einen ganz normalen Snap drauflegt, wenn man nicht sich selber snappt mit dem Gesicht und darauf einen Filter legt, sondern einfach so die Umgebung. Das sind 3D-Objekte, die dann in der Umgebung praktisch wie in Augmented Reality existieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, bin aber gespannt und mal sehen, ob es mehr als nur wirklich ein Spaß ist und ob man da wirklich was Schönes, Kreatives mit rauszaubern kann. Ja, der große Snapchat, nicht Konkurrent, aber die von Snapchat alles übernehmen oder kopieren derzeit, ist halt Facebook und die haben heute die F8. Gestern stand F8 noch für Fast and Furious 8, heute steht es für die Facebook-Konferenz. Da passiert so viel, das müsst ihr euch einfach wirklich im Detail durchlesen. Da sind natürlich ein paar Links in den Shownotes. Großes Thema ist bei Facebook Virtual und Augmented Reality. Die arbeiten an Spaces, das sind halt Räume in der virtuellen Welt, wo das Social Web dann hingehen soll. Es lässt sich halt schwer jetzt mal in so kurzen Worten beschreiben, aber guckt euch mal den Link an und guckt, was Facebook da so vorhat. Die haben ja mit Oculus auch damals für 2 Milliarden US-Dollar so einen Brillenhersteller gekauft und in der Brille soll sich laut Facebook jetzt eigentlich ganz viel abspielen. Bleiben wir aber bei Facebook. Das ist nämlich total viel. Facebook bietet nämlich jetzt Facebook Workplace für umsonst an. Das ist so eine Art Slack, also so ein Kommunikationstool für Unternehmen, für Teams. Und das gab es auch schon, kostenpflichtig. Und jetzt ist natürlich die kostenfreie Version, einfach eine Basisversion, mit der der Einstieg vereinfacht wird. Und interessant, dass jetzt hier Facebook damit wirklich in Konkurrenz tritt zu Microsoft mit der Teams-Anwendung und natürlich zu Slack, die eigentlich diese Art von App popularisiert haben. Was anderes Handfestes von Facebook ist der Messenger. Der bekommt nämlich jetzt eine Sharing-Funktion für Musik und konkret jetzt für Spotify und Apple Music. Es wird mit Spotify begonnen, Apple Music wird dann nachgezogen und man kann dann seinen Freunden im Messenger kleinen Snippet schicken. Die können sich die anhören, drauf klicken und landen direkt in der App. Und wenn sie halt auch ein Abo haben, können sie sich die Musik dann auch komplett anhören. Ob man das braucht, weiß ich da halt auch wieder nicht, aber es ist eine schöne Sache. Aber bisher konnte ich halt auch Links verschicken und fertig aus, konnte ich auch gut mitleben. Aber zumindest, der Messenger wird weiter attraktiver gemacht und ist ja immer noch ein Hauptthema von Facebook. Bei Facebook war auch die große Message auf der F8 nicht hier Mobile First, sondern eher Mobile Only. Also Facebook, großes Thema, F8, wahrscheinlich habe ich in den nächsten Tagen auch nochmal dazu etwas. Ja, und das war's jetzt schon. Ich hatte Glück, es gab hier keine Durchsage, die mir schon diverse Aufnahmen versaut hat. Von daher nehme ich das zum Anlass, euch einen schönen Tag zu wünschen, wenn ihr das hört. Und ich hoffe, morgen hören wir uns wieder. Wenn ihr Bock habt, kommentiert unseren Podcast
auf daily.geektalk.ch oder auch gerne auf iTunes. Also, ich sag mal, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.